Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hatte der Beschuldigte Stadler Kenntnis davon, dass diese Fahrzeuge auch betroffen sein können, möglicherweise auch manipulative Software enthalten und von daher nicht zulassungsfähige Fahrzeuge sind, und hat gleichwohl weiterhin diese Fahrzeuge auf dem europäischen Markt vertreiben lassen und hat für diese Fahrzeuge auch Typgenehmigungen beantragen lassen bei der zuständigen Behörde in Luxemburg. Product, technology and innovation. And when it comes to digitization, you have to be at the forefront. This is, of course, a very tough game. We feel all fierce competition,